Ja, weiter geht's. Gestern hatte ich ja die Abschlusstraverse schon vorbereitet. Dann hatte ich an den Grundträgern von der Kippmulde schon hier hinten Freimachung gemacht, also ausgeklinkt, wo der Träger drin sitzt. Die Traverse, Entschuldigung. Ich habe hier ein bisschen Platz gelassen. Hier kann hinterher noch ein Blech vorgeschweißt werden, dass das auch verschlossen ist. Dann habe ich hier vorne noch Angstbleche dran gemacht. Wenn hier hinter eine Runge drin steht, wirken ja die Kräfte nach außen, damit ich hier einfach ein bisschen mehr Stabilität drin habe. Ist hier noch mal ein Stück Flacheisen reingekommen. Das sind so Reststücke, wenn ich irgendwo mal etwas auf Gärung säge, dann schmeiße ich die Reste nicht weg, sondern hier lassen die sich wunderbar verarbeiten. Diese hier waren in der Tat von der Achsbefestigung. Diese Dreiecke, die lege ich mir dann an die Seite und verwende die irgendwo, wo es Sinn macht. Den Grundrahmen von der Kippmulde habe ich vorher ausgerichtet, dass ich hier bündig bin mit dem Grundrahmen vom Chassis, links und rechts. Vorne habe ich das hochgelegt auf eine Ebene und habe das Ganze mit Schraubzwingen fixiert, dass ich hier die Flucht habe. Somit konnte ich hinten meinen Pritschenabschluss Eisen einschweißen. Das ist jetzt hier einmal schon rumgeschweißt. Unten noch nicht, das drehe ich mir hinterher auf den Kopf, wenn ich die ganze Mulde von unten fertig verschweiße. Jetzt wird erstmal nur von oben gearbeitet. Im eingebauten Zustand, mangels Schweißtisch, muss ich jetzt meinen geraden Chassisunterbau als eben solchen verwenden. Als nächstes kommt meine vordere Bordwand rein. Da werde ich jetzt aber erstmal irgendwie tricksen müssen, dass ich die ausgerichtet bekomme. Nach viel Messen und Ausrichten steht jetzt die vordere Bordwand und wäre bereit angeschweißt zu werden. Einmal ein Bild von vorne. Ja, das sieht doch schon aus wie ein Anhänger. Tatsache, es wird ein Kipper. Was ein Kipper natürlich zwingend braucht, sind Führungen. Wenn man den ablässt, dass der erstmal unten nicht auf dem Chassis aufliegt, sondern auf einem Distanzstück, wo Gummi drauf kommt, das wäre hier, und gleichzeitig auf den letzten Zentimeter brauchen wir eine Zentrierung. Dazu habe ich hier links und rechts Distanzstücke angeschweißt mit Flacheisen, die oben gebogen sind, sodass egal, ob jetzt der Rahmen nach da hinten steht oder nach da, so ein bisschen Spiel ist da immer drin, gerade wenn Gewicht drauf ist, dass der sich auf jeden Fall zentriert und hier letzten Endes zwangsgeführt ist, also dass der auch während der Fahrt nicht hin und her wandern kann. Das war der letzte Schritt, den ich gemacht habe. Der nächste wird sich damit befassen, an der Kippmulde entsprechend hier außen, ich denke mal mit Winkeleisen zu arbeiten, als Bodenabdeckung, als Bodenbelag, werde ich vermutlich irgendwann mal ein Blech einziehen. Jetzt bleibt nur zu überlegen, ob ich mir noch solche Vierkantrohre mit einarbeite, damit ich mögliche Steckplätze für Rungen hätte. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ja, und jetzt ist genau der Punkt gekommen, wo man sein Werk auch mal testen muss. Ich habe jetzt den halbfertigen Bungartz T6 genommen
um mal zu schauen, wie weit man einschlagen kann, ob ich irgendwo mit der Deichsel anstoße. Klar, wenn ich zu stark einschlage, kann ich hier mit dem Rad an die Deichsel hier vorne anschlagen. Das ist klar, da muss man immer drauf aufpassen. Aber ganz wichtig, ich haue mir die Kotflügel nicht kaputt. Der Windekreis ist eigentlich relativ klein. Bei dem T8, den ich noch habe, noch kleiner, weil da das Zugmaul weiter nach hinten raussteht. Das ist auch das Zugmaul vom T8. Das habe ich für den T6 passend gemacht, weil zum einen hatte ich für diesen keins. Zum anderen musste ich die Konsole neu machen, damit auch ein Oberlenker Kategorie 1 da reinpasst. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Dann geht's wieder in die Werkstatt. Ein kleiner Zwischenstand. Ich schweiße gerade hier die Seiteneisen ein von der Kippfläche. Das ist schon von dieser Seite verschweißt. Das andere liegt jetzt drin, das kann ich jetzt einheften. Ich bin begeistert, wie gerade man doch arbeiten kann, wenn man sich etwas Mühe gibt. Hier hinten in den Ecken habe ich jetzt noch ein Stück Eisen eingeschweißt. Das Winkeleisen von hier stand ja etwas über unsere Rundhalterung drüber hinaus. Und dann habe ich den Knotenpunkt hier noch vernünftig verstärkt. Ich denke, das sollte dann halten. Auf der anderen Seite habe ich das genauso gemacht. Als nächstes geht es darum. Das sind 40er Winkeleisen. Die sind natürlich nicht in der Lage, hier massig Last aufzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Boden belegen würde, würden die sich auf jeden Fall durchbiegen. Und da hätte ich keine Freude dran. Ich werde jetzt, in welchem Abstand weiß ich noch nicht, vielleicht einen halben Meter, Verstärkungseisen hier zwischenschweißen, dass ich auch hier noch Last aufbringen kann. Wenn ich dann irgendwann mal meinen Hydraulikzylinder habe, werde ich auch hier im Bereich zwischen den Hauptträgern Verstärkungen einschweißen, wo eben die Kraft vom Hydraulikzylinder eingeleitet werden kann. Jetzt geht es aber erstmal darum, im Außenbereich das Ganze zu unterfüttern, dass auch dieses Winkeleisen mehr trägt. So, die erste Versteifung ist drin. Das ist das Material, woraus ich auch die Deichsel gebaut habe. 60 x 40 x 4 oder so. Ziemlich dickwandig. Ich habe mal einen reingemacht. Der nächste käme hier hin. Der nächste hier hin. Also hätte ich einen noch vorm Rad, einen hinterm Rad. Und das gleiche spiegelverkehrt auf der Seite da drunter. Man merkt aber jetzt schon, was das an Stabilität gebracht hat, wenn ich hier drauf drücke. Es macht den Anhänger zwar wieder schwerer, der wird insgesamt sehr schwer. Aber nun ja, er soll auch was halten. Eine Sache vielleicht noch, wenn wir jetzt mal hier schauen. Der Abstand zwischen Ladefläche und Reifen ist sehr gering, äußerst gering sogar, vielleicht ein Zentimeter. Das habe ich bewusst so gemacht. Und zwar habe ich hier ein chronisches Platzproblem. Das heißt, wenn ich den Anhänger unter Dach stellen möchte, müssten irgendwelche anderen Geräte draußen bleiben. Zum Beispiel der Heckcontainer oder der Mulcher, wie auch immer. Der Anhänger ist jetzt so niedrig, dass ich mit meiner Palettengabel die Anbaugeräte, die ich im Winter immer auf Palette stehen habe, mit der Palette hier drauf stellen kann. Ich würde einfach eine Seite die Bordwand runterlassen, weil zum Beispiel weil die Breite dieser Ladefläche nicht ausreicht für die
Anbaugeräte. Der Mulcher ist breiter, auch der Heckcontainer ist breiter als wie der Anhänger. Nun gut, ich würde einfach eine Seite die Bordwand auflassen, die Paletten draufstellen und könnte die so über Winter einlagern. Und immer schnell mit dem Trecker mit der Palettengabel wieder abnehmen. Das ist eigentlich der Grundgedanke gewesen, warum ich mich doch entschlossen habe, einen Anhänger zu bauen, obwohl ich ihn eigentlich nirgendwo lagern kann. Aber so wird das funktionieren. So, ich mache jetzt noch ein bisschen im Zuschnitt. Vielleicht schweiße ich noch was ein. Ich muss gucken. Ich muss erst einkaufen fahren. Wir haben jetzt Samstagnachmittag. Die Läden machen gleich dicht. Ich brauche noch Grundierung und Trennscheiben für die kleine Flex. Da habe ich keine mehr. Ich mache jetzt noch so weit, wie ich komme. Ja, wie ich so am Aufräumen bin gerade, habe ich doch die Skizzen wieder gefunden. Ich habe da ehrlich gesagt seit dem Bau der Chassis nicht mehr drauf geschaut. Aber es sieht so ähnlich aus. Kommt dem schon recht nahe. Also vieles mache ich so frei Schnauze weg. Da finde ich das auch zu aufwendig, sich vorher da viele Gedanken drum zu machen, wie man es denn machen könnte. Einfach mal machen, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand rangehen. Ja, also. Das Desaster mit den Fleckscheiben. So schmeißt man die eigentlich weg, dann sind die oppe oder aufgebraucht. Es geht aber auch ein bisschen kleiner. Und die musste ich sogar so klein verbrauchen, damit ich diese Eisen noch alle gesägt bekam. Das hat super funktioniert. 6 Stück sind drin eingeschweißt. Und ich habe eine Wahnsinnsstabilität da drin. Es werden jetzt, wie eben schon mal gesagt, hier in dem Mittelbereich auch noch 2 oder 3 stärkere Streben eingezogen. Da muss ich aber erst schauen, dass ich den Hydraulikzylinder bekomme. Je nachdem, was der für einen Hub hat, wo ich den einsetzen kann. Ich möchte also keinen nehmen, der teleskopierbar ist, also der 2 oder 3 Auszüge hat, sondern einen einfachen kleinen. Ich will hiermit keine 5 Tonnen kippen können. Wenn der mal eine Tonne drauf bekommt, dann ist aber wirklich schon das Ende erreicht. Jo. Ich fege noch einmal durch die Bude. Pack den Anhänger in die Ecke. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Über ein Abo freue ich mich auch. Macht's gut. Ciao.